So, weiter geht's heute mit Leafless mit Rivals, aber diesmal mit dem Kopf, würde ich sagen. Welches haben wir ja letztes Mal gemacht? Jetzt holst du den Kopf. Drei Sterne-Events müssen wir holen. Das sollte nicht das große Problem sein. Kohle haben wir ja genug. Können wir noch ein Auto holen? Nehmen wir den hier. Wo wir unsere Volltechnologie schönes haben. Schockramme. Tja, wo haben wir sie denn da? Level 3 und Level 4 vor allen Dingen. Haben wir genug Kohle? So, was nehmen wir denn jetzt danach noch? Wir haben ja nichts Besonderes, ne? Ha, komm, wir nehmen die Nagelbinder. Wir nehmen die Nagelbinder. Nagelbinder, Nagelbinder. So, super. Verfolgt die Wagenauswahl. Okay, dann gehen wir auf die Garage wechseln und wir müssen ein 3-Sterne-Event fahren. Und brauchen davon insgesamt 3 Stück, die wir holen müssen. Ich will keinen schnellen Einsatz, ich brauche einen Interceptor oder so. Da. Die sind eigentlich am einfachsten. So, wir müssen Wasserhaft, das ist ein Ferrari, mit dem wir unterwegs sind. Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer. Nahe Einheit Unterstützung leisten. Ist er schon wieder weg oder was? Ne, da vorne. Klatsch, den hat er aber richtig schön gespielt. Ich hätte die Schockramme vielleicht einsetzen sollen, dass ich dran war an ihm. Komm her, Digga. Ich hätte doch vielleicht die Helis nehmen sollen. Alter, der ging mir aber mit. Wo? Zentrale an alle Einheiten. Verfolgung eines Einheiten an Position sammeln und verfolgenden Officer unterstützen. Control, Ziel getroffen. Den hat er aber gespürt. Control, Verdächtiger versucht sich abzusetzen. Bin noch dran. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer. Nahe Einheiten Unterstützung leisten. Scheiße! Das war's.
Das war's. Fuck. Der hat mich nicht mehr eigentlich. Aber das Ding ist, ich kann man hier nicht mehr gewinnen. Das war's, aber das ist Silber. Scheiße. Wir probieren es einfach nochmal. Das war auch scheiße knapp, ich hatte ungefähr 15 Sekunden, ich hätte fast noch gehabt. Scheiße, fand ich auch gerade umsonst. Wenn ich so einen Tempo-Überschuss hätte auf einmal. Ich hab auf jeden Fall erwischt, den Typen. Gib mir einen Sack und wieder verpasst, ey. Ja, dann fahr einfach weg, ey. Mann. Das kann doch nicht sein, dass ich das Ding nicht kriege. Oh, anders haut er. Dass wir nur eine Speedtest reinkriegen in dieser Folge. Haben wir ja jetzt hier. Fahrzeugschaden kritisch. Ah, das war's. Ja, genau, du triffst mich, ich triff dich nicht, oder was? Was, ich krieg den nicht. Ich muss mich ein bisschen zurückhalten in meinem Fahrzeugschaden. Was krieg denn? Ich habe eine Minute verbraten, weil ich den nicht kriege, den Typen. Ja, fuck you, ey. Das ist doch nicht wahr. Das hat sich eh schon erledigt. Ich hatte noch ein Drecksturbo dabei, ey, deswegen ist er so schnell. Das war's. Fuck, Mann!
Ja, gib auf, komm. Verzieh dich. Mir egal. Viel zu spät, den Quatsch, ey. Das sind halt drei Shuttle Events, ne? Wissen wir mal, wie es hier, vielleicht kriegen wir es besser hin. Ach, ich hätte eigentlich mal ein Dings nehmen sollen. Vielleicht mit dem Heli oder Straßensperre mal reinsetzen sollen. Ja, komm. Beide jetzt auf jeden Fall mitgenommen. Dass ich nicht viel Zeit auf die Zeit achten muss, sondern nur auf die Strecke. Boah, halt, hau mal ab. Die erste Verhaftung. Mich gerade. Ich habe leider keine Nagelbinde mehr, das ist das Problem. Ah, da bist du einmal dran und da kommt so ein Auto um die Ecke, ey, das ist doch manchmal. Das ist doch echt, ey. Kann doch nicht sein. Zweifache Verhaftung, ja, ich brauche noch. Officer verfolgt verdächtiges Fahrzeug. Unterstützung wurde angefordert. Oh, der hat gesessen. Verstärkung bei Highspeed Racer-Verfolgung. Der hat schön gesessen, der war. Der Dings. Jawohl, ja! Lang genug hast du dich gewehrt, Digga. Ich brauche noch zwei Verhaftungen. So, sage ich mich nochmal neue Nägel. Jetzt haben wir einen Nagelband rein. Verdächtiges Fahrzeug. Unterstützung.
Control, bestätigt der Treffer am 1044. An alle, Einheit verfolgt verdächtigen Code 1044. Alle Offices in der Nähe bitte melden. Zentrale an alle Einheiten, Verfolgung eines Racers. Alle nahen Einheiten an Position sammeln und verfolgen den Officer unterstützen. Und der hat auch erledigt. So, letzte. Aber der muss auf Gold. Der muss eigentlich noch. Ah nein, den kriege ich nicht mehr. Scheiße! Ja. Genau, und ich gehe jetzt auf schön fliegen. Ja, bringt mir nichts, wenn ich das hinkriege. Mann. Was ist denn heute los? Aber auch gar nichts, ey. Probieren wir es mal. Das wurmt mich gerade, dass ich sie nicht kriege. Aber nicht mit jetzt. Einsatzleitung gibt Code 3 Verfolgung frei. Bitte Position durchgeben. Over. Auf Kontakt. Auf Zentrale, versuche Verdächtigen abzubremsen. Lege Nagelbänder auf. Alle Einheiten, Achtung. Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Achtung, ich werfe ein Nagelband ab. Achtung, die Reifen des Verdächtigen sind geplatzt. Officer benötigt Verstärkung bei High-Speed-Racer-Verfolgung. An alle Einheiten eingreifen. Der Verdächtige wird nicht anhalten. Setze Einsatz fort. Auf Zentrale, dieser Kern ist ein 1042. Auf Zentrale, Achtung, ich verliere einen der Verdächtigen. Oh, 4,8 Kilometer immer noch, ey. Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer. Nahe Einheiten Unterstützung leisten. Mein Gott, Alter, nerv mich nicht. Alle Einheiten, Ziel schnellstens stoppen und verhaften. 3,3 Kilometer und ich habe nur noch eine Minute. An alle, Einheit verfolgt verdächtigen Code 1044. Alle Officers in der Nähe bitte melden. Ich muss mich konzentrieren jetzt gerade. Ja, das war mir fast klar. Kontakt zum verdächtigen Fahrzeug verloren. Jetzt Zeitstrafen. Oh Mann, für ein bisschen Kontakt, Alter. Das war's. Ich hab 3 Sekunden Zeitstrafen für nichts, ey. Weil davon ist das Ziel. Das ist das Erste. Position erreicht. Wir brauchen neue Anweisung. So, hast du schon einen Satz erledigt? So, okay. Event. Zentrale 3 Lima 6, 1151. Mehrere 1041, vielleicht 1044. Fordere Verstärkung an. Over. 5,3 Kilometer brauchen wir. Alle Einheiten. Okay, was halt nur einhin. Ein diese scheiß 3 Sterne Events. Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer. Nahe Einheiten Unterstützung leisten. Ziel geflüchtet. Alle Einheiten abziehen und zurück auf vorgesehene Streifenrouten. Officer meldet sich Kontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an. Zentrale an alle Einheiten.
Einheiten. Verfolgung eines Racers. Alle nahen Einheiten an Position sammeln und verfolgenden Officer unterstützen. Officer verfolgt verdächtiges Fahrzeug. Unterstützung wurde angefordert. So. An alle. Einsatzleitung schickt neue Einheiten. Schöner Einsatz. MDCs werden aktualisiert. Das ist ein Kopf. Beginne Streife auf der Interstate 4. So, guck mal, der Kopf da gerade fabriziert. Verdächtiger Racer wird dringend gesucht. Alle Streifen, Ausschau nach dem Fahrzeug halten. Zentrale, C44 hat mich gerade passiert. Den knapp ich mir vor. Officer benötigt Verstärkung bei Highspeed Racer-Verfolgung. An alle Einheiten eingreifen. So. Ich stehe, Digga, ich krieg dich sowieso. So nicht. Ey, wie soll ich den 2 Minuten kriegen, wenn die mir so wegziehen, ey? Das ist ja jetzt schon wieder über alle Berge. Geil, und dann wechselt der Host, ey. Ja, das war's auch sowieso. Mann, es läuft halt nicht. Ja, ich hab mir eh nicht. Mein Gott, geh mir nicht auf den Sack. Ist ja ewig schon weg. Das ist wahrscheinlich nicht der da vorne, oder? Doch, ist er wohl. Warum muss man eigentlich immer mir in die Karre krachen, ey? Ja, das war's. Dankeschön. Das ist Kabel. Roger, Code 3 für Verfolgung ist aufgehoben. Ach Mann, ey. Was ist denn heute los? Nee, der ist das nicht. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer, krach mir doch einfach in die Karre jedes Mal. Achtung, Fahndung eines 1044. Alle Einheiten auf. Ja, aber 2 Minuten. Probieren wir's. Officer meldet sich Kontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einheit ist Code 3. Dass jetzt die Kollegen damit dran sind und sagen, ich kann nicht mal so schlecht. Ich attackiere das. Sehr gut, der Treffer
hat gesessen. War mir fast klar. Mann, ey! Alle Einheiten. Racer hat sich entzogen. Ist außer Sicht. Alle Einheiten. Zum Kotzen gerade. Schnellstmöglich gefasst werden. Zentrale, Racer nicht mehr in Reichweite. Ziehe mich von Code 3 zurück. Verstanden. Alle Einheiten verfolgen. Ja, dann machen wir mal das Ding um. Dann ist es so. GPS. Nächste Kommandoposten. Dann setze ich die Schockkammer raus und hau dafür die Straßensperre rein. Verfolgt verdächtigen Code 1044. Alle Officers in der Nähe bitte melden. Warum auch nicht? Zentrale an alle Einheiten. Verfolgung eines Racers. Alle nahen Einheiten an Position sammeln und verfolgenden Officer unterstützen. Officer verfolgt verdächtiges Fahrzeug. Also, Verfolgungstechnologie mal rein. Jetzt. Scheiß auf die Nägel, wenn ich ehrlich bin. Ich klopp jetzt mir was anderes rein. Dann nehme ich die Lagebänder vom Flur. So, weg damit. So, jetzt ist es. Dann nehme ich hier noch das elektrostatische Feld mit rein, statt die Schockramme. Okay, probieren wir es jetzt. Weil man muss das auch mal gut sein. So, Schernansatz brauche ich nicht. Weil mein Deceptor war. Ach, leck mich doch, ich weiß es nicht. So, jetzt ist langsam mal gut. Nein, warum in die Wand? Angriff mit Nagelwand erfolgreich. Sie verliert Tempo. Ah. Und mit Mia geht das denn, oder was? Jawohl, erste weg. Gestellter Racer protokolliert. Restliche Verdächtige weiter verfolgen. Ziel ist im System, Control. Verstanden. Mehrere Highspeed-Ziele weiter im Gebiet unterwegs. Zentrale setzt die Verfolgung vor und vordere Helikopter an.
Und auch der geht mal eben kurz fliegen. Wir haben ihn. Verdächtigen festgenommen. Gute Arbeit. Verfolgung lässt sicher Ziele in eurem Gebiet fortsetzen. Verdächtige durch Straßensperre gefahren. Aufpassen. Verdächtige wollen unsere Wagen beschädigen. Einen brauche ich auf jeden Fall noch für Silber. Könnte zu früh gewesen sein. Ah, geht aber. Ja, genau in dem Moment wurde auch die Scheiße. Wo die Tankstelle ist. Ja, und ich krieg den noch ab, ey. Verdächtiger hat meinem Wagen zu sehr zugesetzt. Ich hätte ihn gehabt, ey. Ah, dieses Spiel regt sich gerade auf. Unterstützen. Fahndungsbeschreibung für Racer erhalten. An alle. Ausschau halten. Control, Verfolgung eines bekannten Verdächtigen. Verfolge immer noch die Racer. Wurde mit 1037. Sorry, hol ihn hier. Ja. Kann man sehen. Fahr rüber. Nein, fährt er nicht, natürlich nicht. Ich brauche noch einen zweiten Heli. Zentrale, verfolge mehrere Verdächtige. Schickt uns Luftunterstützung. Roger, 1037 ist auf dem Weg. Officer meldet sich Kontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einheit ist Q3 und fordert Unterstützung an. Sind Einheiten in meiner Nähe? Ich brauche Verstärkung. Over. Wo ist der Typ jetzt hin? Das ist gerade, das ist weg. Ah Mann, ey, was ist denn heute los? Mache ich Feierabend, weil es nervt gerade ein bisschen.